ein Experiment mit Rotkohl vor. Diesen Versuch könnt ihr auch zu Hause nachmachen. Dazu braucht ihr Rotkohl im Glas, Kaisernatron, das es in jeder Drogerie gibt, Essig und etwas Seifenlauge. Rotkohl ist nicht nur rot, wenn man Rotkohl mit Wasser vermischt, dann wird er sogar lila. Wir haben jetzt in jeder dieser Reagenzgläser Rotkohlsaft hinzugefügt. Und wenn man in eins davon Kaisernatron hinzufügt, wird dieser blau. In Süddeutschland kocht man ihn manchmal auch so, deswegen wird er dort meistens Blaukraut genannt. Wenn man jetzt den Rotkohlsaft mit Seifenlauge vermischt, wird der Rotkohlsaft grün bis türkis. Aber da wir hier ja unseren Rotkohl meistens mit Essig kochen, wollten wir das auch einfach mal ausprobieren. Damit wird er sogar pink. In Rotkohl ist ein natürlicher Farbstoff enthalten, der sich verändert, wenn er mit einer Säure oder in einer Lauge in Berührung kommt. Viel Spaß beim Nachmachen!